Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Redguard. Wir schauen uns mal an, was müssen wir eigentlich machen? Nil reveal that Atos' body is hidden in the temple preserved from decay by a spell of Stasis. Nil suggests that War's ring could dispel a Stasis field on Atos' body, but gives no suggestion why Kithril or Izara would try that. Aber wir hatten doch, glaube ich, irgendwo noch irgendwas, wo wir wieder zu einem Gast dahin gehen mussten, oder? Wollen wir das mal versuchen? Mal schauen, was da auf uns zukommt. Wir müssten aber auch erstmal unsere Flasche hier wieder auffüllen, würde ich sagen. Dann wir auch wieder... Und noch ein paar Health Potions kaufen. So, ich sehe nichts. Das lädt aber auch 1000 Jahre hier. Ich würde sagen, wir machen eben das da. Einmal wieder voll. Rennen nochmal kurz von Waffen weg wahrscheinlich. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte den wieder hoch. Und wo haben wir die Flasche? Ach so. Die haben wir noch einigermaßen voll. Also zweimal können wir. Aber egal, wir gehen jetzt da einmal rein und kaufen noch einmal viele Heiltränke. Health Potions. Die brauchen wir allesamt. Bitte jetzt nicht abschmieren. Bitte nicht abschmieren. Ich möchte nicht, dass es abschmiert. Okay, nice. So, dann gehen wir jetzt mal hier hin. Wir haben ja 321. 321 Gold. Boah, mir tut das Handgelenk auch schon langsam weh. So, buy items. So, 12 können wir kaufen. Okay, that'll be 25 gold. So. Thanks. I'll take a healing potion. Okay, that'll be 25 gold. So, das ist der zweite. 10 noch. I'll take a healing potion. Okay, that'll be 25 gold. Thanks. I'll take a healing potion. Jetzt kommt's, wir können nur maximal 20 tragen. That'll be 25 gold. Boah, mir tut echt das Handgelenk weh. I'll take a healing potion. Okay, that'll be 25 gold. So müsste ich vielleicht meine Tastatur mal ein bisschen anders hier positionieren. Thanks. I'll take a healing potion. Okay, that'll be 25 gold. So. Thanks. Jetzt habe ich nicht mehr mitgezählt. Aber egal, wir erfahren ja gleich, wann wir voll sind. I'll take a healing potion. Okay, that'll be 25 gold. Thanks. Ich hoffe, ich muss jetzt aber nichts anderes kaufen, nichts Neues. Okay, that'll be 25 gold. Thanks. I'll take a healing potion. Okay, that'll be 25 gold. So. I'll take a healing potion. Okay, that'll be 25 gold. Thanks. I'll take a healing potion. Okay, that'll be 25 gold. Thanks. I'll so. Take a healing potion. Wir müssen jetzt, glaube ich, bei 7 oder 8 sein, glaube ich. Ne, haben wir doch nicht. Haben wir schon 12? Goodbye. Haben wir schon 12 gekauft? Boah, wie viel haben wir jetzt? 28? Okay, speichern wir jetzt. Save auf Cyrus. So, okay, dann gehen wir wieder hier raus. Bitte nicht abschmieren. Gut, schmiert nicht ab. So, dann jetzt einmal wieder zum Gast darüber rennen. Mal gucken, was da dann passiert. Ja, der eine bleibt hier unten hängen. Aber mit 26 Gold, dann, 26 Gold, mit 26 Health Potions müssten wir lange gut überleben können. Gehe ich mal von aus. Und die meisten Quests haben wir ja schon erledigt.
Also die, ich glaube, die ganzen Nebenquests, die wir hier hatten, sind auf jeden Fall schon mal durch. So. Ich wünsche, die hätten ein bisschen mehr Musik reingetan gehabt damals. Ist ja immer irgendwie derselbe Song. Auf zum Gaster. Gucken wir mal, ob wir da vielleicht weiterkommen. Wir mussten ja irgendwann so oder so zu ihm zurück, glaube ich. Weil sein Name schon öfters danach irgendwie vorkam, dass der irgendwie den, das Soul Gem, also den Seelenstein da hat, von Arthur. Ja, und er liegt hier immer noch tot. Wollen die nicht irgendwann mal hier die Leichen aufräumen? Also ich hätte es erwartet, dass sie irgendwann mal die Toten erleuchtet wird. Warum leuchten diese Büsche? Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Aber egal, wir gehen jetzt nochmal zum Gaster. Den Parcours müssen wir noch mal machen. Oh nein. Habe ich jetzt wenig Lust drauf. Aber egal, da müssen wir irgendwie durch. Obwohl, das ist das Parcours, das bisher hier irgendwie am meisten Spaß gemacht hat, muss man auch ehrlich sagen. So, und wir speichern dann auch, bevor wir mit dem Parcours hier loslegen. So. Hier ein Safe Game. Da haben wir nicht den kompletten Weg hierhin zurückgehen müssen. So. Ich wünsche mir nur, die Reaktion wäre nicht immer so willkürlich hier, dass er manchmal sofort reagiert. Und manchmal erst 1000 Jahre später. So. Nein. Genau. Genau das meinte ich, dass er erst 1000 Jahre später reagiert. Immer so von diesen Hentai-Viechern hier angegriffen zu werden. So. Und jetzt. Ach komm. Ja. Das haben wir geschafft. Jetzt hier bitte auch springen, Cyrus. Ja. Und hier nochmal. Ja, wenigstens manchmal klettert er. Immerhin das. So, dann müssen wir dem dann nochmal Geld geben. So. Ah, hier. Hier, guter Herr. Dann fahren wir jetzt. Wieder bei den Untoten.
Ja, das lädt auch immer so Ewigkeiten. Ich hoffe, es stürzt mir nur nicht ein. So, dann können wir hier einmal wieder ein Safe Game machen. Wie viel Geld haben wir noch? Kostet immer 3 Gold. Okay. So. Und wir haben jetzt 2 legendäre Items bei uns. Dieses Flasche von Lilandril und Voras Ring. Mal gucken, was wir damit jetzt alles machen können, denn die brauchen wir ja. Okay, die Zombies sind jetzt nicht hier. Das ist die Frage, wo sind die denn? Oder sind die alle gedespawnt? Ne, da sind sie schon. Guten Tag, der Herr. Ich hoffe, da hat sich jetzt wirklich was geändert. Dass wir jetzt da hin können. Zu einem Gast da. Gucken. Vielleicht können wir jetzt rein, wenn wir jetzt dahin gehen. So. Ja, den ganzen Weg nochmal von vorne. Das ist schon mal super. So, Schwert ziehen. Und nochmal dahin. Ah, super. Ich lass mal. Ich mach das mal mit Tab hier immer wieder am Wechseln. Dann braucht die Shift-Taste nicht immer gedrückt halten. Ist dann vielleicht auch mal ein bisschen angenehmer. So, gibt's das dann auch so bei Morrowind, dass man mit einer Taste hier zwischen Laufen und Rennen dann also wechseln kann? Dass man da nicht die Sprint-Taste oder Lauf-Taste hier gedrückt halten muss? Muss ich mir mal ansehen. Auf jeden Fall spiele ich dann Morrowind hier in der OpenMV-Variante. Auch ein bisschen gemoddet. Habe ich schon bereits auch alles fertig gemoddet, sobald das dann rauskommt. Aber vorher noch die Battlespire. Battlespire müssen wir auch nochmal machen. Ausprobieren, schauen. Das Einzige, was ich jetzt nicht zocken kann von Elder Scrolls, sind die ganzen Mobile Games, die ich jetzt nicht für YouTube extra aufnehmen kann. Weil, ja, das waren uralte Handys damals, für die, die rauskamen, die Elder Scrolls Teile. Okay, ich könnte vielleicht noch hier, wie heißt das Kartenspiel von denen zocken? Oder hier Blades? Aber ich weiß nicht, wie relevant. Ah, okay, es ändert sich was. Wir kommen hier weiter. Enter Nungasas Tower. Machen wir hier ein Safe Game, nicht dass er jetzt wieder abschmiert. So, und rein. Was ist eigentlich ein Gaster für eine Kreatur?
Der ist keiner der bekannten spielbaren Rassen. Was? Was denn das denn? Yo. Alter, was? Wie soll ich gegen die kämpfen, bitteschön? Was gibt's denn hier? Gibt's hier was zum Looten? Was? Da war was. Look at table. Da vorne ist auch noch was. Wo sind die Viecher hin? Hä, wo sind die hin? Sind die irgendwo runtergefallen, vielleicht? Was ist denn das? Pick up Vial. Hier haben wir noch einen Kessel. Look at Shell. And trinkets for a necromancer. I have no use for this stuff. It's filled with some sort of elixir. Okay. Text and trinkets for a necromancer. I have no use for this stuff. Ich würde sagen, aber so wie das jetzt ist, lassen wir mal. Speichern wir so. So. Da ist aber noch eine Treppe, die nach oben führt. Da gehen wir mal hoch. Nicht runterfallen. Seien wir mal ein bisschen vorsichtig hier. Und jetzt? Okay, erstmal schön Schaden genommen. Was passiert, wenn wir hier runtergehen? Oh, da sind sie runtergefallen. Okay, da sind die Viecher. Und jetzt? Was soll ich machen? Gibt's hier noch irgendwie was? Hier ist nichts. Jo, Yoshi ist da wieder. Blödsinn machen. Klettert wieder die Pumpe hoch. Der hat's auch andauernd mit der Pumpe. Irgendwie. Mit der Wasserpumpe. Gibt's hier sonst noch irgendwie was? Kann man da hoch? Nee. Hier ist aber... Aua. Hier ist einiges von der Brücke abgestürzt, auf jeden Fall. Gibt's hier sonst noch irgendwie was? Was ich machen kann? Oh, Heiltränke, ja. So, das passt schon mal. It's filled with some sort of elixir. Muss ich da vielleicht was reintun? Wir haben ja hier Orksblatt zum Beispiel. It's filled with some sort of elixir. It's filled with some sort of elixir. Hier liegt auch noch ein bisschen was rum. Vielleicht kann ich da irgendwie was einsammeln. Das sind nur Knochen irgendwie. Hier oben ist nichts. Nicht, dass das da ja jetzt Isara ist oder so. Must be where Nagast prepares the bodies.
habe keine Ahnung, was ich machen soll. Gibt es hier die Möglichkeit, irgendwo hochzuklettern? Ne, hier gibt es keine. Text and trinkets for a necromancer. I have no use for this stuff. So, warte mal, vielleicht. Was ist denn das? Glass Vial? Was passiert jetzt? I can't use this by itself. Und jetzt? Ah, okay. Da passiert. I need to use this with something else. Ja, hier. Okay, ich hab. Ah, komm, nein, jetzt bleibt da nicht hängen. So, erstmal da reinpacken. Dann haben wir ein paar Sekunden Zeit. Dann liegen auch beide. Nee. Vielleicht anders. Ich will mal was riskieren, mal ausprobieren. Vielleicht schleudert das mich ja hoch. So. So, nach da oben. Und? Das war zu früh. Okay, warte, wir zählen erstmal, wie lange das braucht immer. So, was Cyrus reingetan hat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Sekunden. Bis es explodiert. Okay. Sechs Sekunden, also ab Sekunde 5 springen wir rein. Und zwar ab hier. Cyrus, mach nicht so einen Blödsinn. 1, 2, 3, 4, 5. Komm! Fast. Aber okay. Wir wissen jetzt, wie wir das machen müssen. Dann vielleicht von der anderen Seite. So, warte mal, wir gehen. Jo, komm, von der Ecke, genau. 1, 2, 3, 4, 5. Verdammt. Das eine Ding haben wir ja eingesammelt, oder? Wo haben wir das Ding? Da. Oh, genau, die Heiltränke müssen wir auch noch mitnehmen. Die sind wichtig. So, und dann von der Ecke. Nein, nicht von der Ecke. So, und... I need to use this with something else. Ah, Cyrus, warum laberst du? Ah. Noch einmal von vorne. So, die Ecke. So. Noch ein Schritt.
Fallcheck, egal. So. Nein, ja. Okay. Passt. I can't use this by itself. Ja, du musst das auch damit auffüllen. Cyrus. Was macht er da? Einfach füllen, Cyrus, ja? Ja. Nein! Es war fast. Fast. Aber ich habe eine Idee. Vielleicht läuft das besser. Die Seite scheint nämlich ein bisschen weiter weg zu sein. Als die Seite hier vorne. Also hier. So. Packen wir da rein. Ja, Cyrus, genau. Und jetzt. Ja. Geil. Das haben wir. Jetzt einmal speichern. Safe. So. Dann sind wir zumindest oben. Achso, und nochmal auf Schwert. Kann ja sein, dass da noch irgendwas auf uns zukommt. Nicht runterfallen. Boah, es ruckelt auch viel jetzt gerade. Mach mal lieber erstmal ein bisschen langsam. Jetzt sieht man langsam nichts mehr. Muss jetzt auf den anderen Bildschirm gucken. OBS-Bildschirm. Okay, hier kommen wir drunter. Jo, wie lange geht das noch hoch? Wie viele sollen wir noch im Kreis laufen? Beziehungsweise wir gehen im Kreis. Wenn wir laufen, dann fallen wir bestimmt runter. Izara? Izara. What's happened? You snap out of it. Izara. What have you done to her, Augusta? Izara, just another entry in the ledger of lost souls, Master Cyrus. She belongs to the great Lord Vile now. What have you done to her? She pledged her soul to this one in return for services and... Since she had no immediate use, this one gifted her to the vial. What pledge? What service? This all came hither 3 months ago, leading this one to help her free Prince Ator from the Soul Gem. The Din Djar had even brought the Soul Gem with her. This one told her the deed might be accomplished, but knowing the eagerness of a client, this one was quite candid about the high price of such services in return for her soul. This one agreed to free her beloved Prince Ator. Perhaps you will count my fee too dear, but cannot the client misjudge the true value of his service? Worm, if you will restore her to me now, I give you my word I will not allow myself to bring you harm. That is quite impossible, of course. Her soul is long since delivered to Clavicus Vile, patron danger lord. Within whose distant realm your sister's soul now resides. This one admits to have been dilatory in his part of the bargain, for the prince's life force is still within the soul gem.
The very soldier that adorned the amulet that you delivered to Lord Rigdon. Ah, well, this one has ages ahead to fulfill the bargain. And it seems petty to deny Lord Rigdon the pleasure of wearing his defeated enemy's soul like a trinket, don't you think? Worm, restore her now! Oh. I will kill you more quickly than you deserve, and just talk to Vile myself. Now, let your sister serve as a walking-talking cautionary tale, Cyrus. Would you repeat her mistakes by trifling with this one? And you propose to browbeat my lord Vile into relinquishing your sister's soul? Surely consider this. Vile is my business now. You have other things to worry about. Really? What might conceivably trouble this one? The question is, does your soul get caught in your own soul snare after you die, or does it just get to go straight to hell? Let me find out. Ah, jo, der... Was? Und weg ist er. Alter, was? Wo ist denn der? Da. Nein! Ah, verdammt. Okay, dann machen wir das in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao! Thank you.